Willkommen zurück zum Let's Play Might and Magic. Das ist jetzt die nächste Aufnahmesession. Und wir hatten ja gesagt, dass wir nach Burg Einfluss gehen. Habe ich gerade sogar nochmal nachgeguckt. Und den Ton gerade eingestellt. Der war irgendwie wieder sehr verstellt. Willkommen an Bord. Und natürlich geht es heute nicht in Richtung Burg Einfluss. Das haben wir ja gar nicht gesehen. Vorhergesehen. Ja, ich guck gerade nochmal, was die für Fähigkeiten haben. Bogen könnten wir eigentlich ausbilden in Burg Einfluss, wenn wir dann da schon mal sind. Und da auch, bei ihm auch. Was vom letzten Mal vergessen, oder was? Hallo, Herr. Aber erstmal übernachten und gucken, ob wir heute reisen können. Ich könnte das jetzt alles in der Tabelle nachschlagen, aber habe ich keine Lust zu, das hatte ich ja bisher auch nicht. Und natürlich mache ich das, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Kennt ihr jetzt von Folge 28, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, dann, also an welchem Tag, dann rennt man erstmal eine halbe Ewigkeit durch die Gegend. So. Ganz schön hässliches Wetter heute hier. Ich habe auch gerade im Might & Magic Forum, was ich euch ja auch immer empfehle. Hallo. Also nicht in dem Forum, sondern auf der Webseite. Ja, nee, stimmt. Eigentlich im Forum. Im Forum war ein Post über YouTube-Videos und da habe ich einen Speedrun gesehen, wo die Leute, also hinterher gesagt, eine Person innerhalb von 50 Minuten dieses Spiel durchgespielt hat. Weil ich hatte kurze Zeit vorher gelesen, dass man für dieses Spiel 100 Stunden brauchen kann. Manche haben sogar fast von 120 Stunden erzählt. Und dann spielt das mal eben so einer innerhalb von so einer kurzen Zeit durch. Das ist ganz schön krass. Aber der ist auch durchgerannt wie so ein Berserker. Ich kann das Video unter dem Video hier verlinken, dann könnt ihr euch das mal ansehen. Das ist echt krass. Aber ich würde es euch natürlich nicht empfehlen, weil dann werdet ihr ja schon gespoilert, wo wir überall hingehen. Weißt du, ich glaube, ihr kriegt sowieso gar nichts mit, wenn ihr dieses Spiel noch nie gesehen habt, weil der so schnell sich von A nach B teleportiert. Ich kenne die ganzen Tricks, habt ihr schon mal gesehen. Aber es ist einfach, also ich finde das nicht schön, das ist irgendwie ungemütlich. Ich spiele das Spiel lieber so gemütlich durch, wie wir es bisher jetzt auch schon gemacht haben. Und das ist gut so. So, wir töten jetzt da die Echsenmänner. Weil wir da in den Dungeon rein wollen. Falls wir den schaffen, das weiß ich nämlich noch nicht. Ansonsten räumen wir erstmal hier weiter die Gegend auf. Und ja. Also der Speedrun war echt krass. Bei 15 Minuten lief der Abspann, also wirklich. Aber ich glaube, dass er Teile davon auch schon irgendwie wirklich vorbereitet haben muss. Wir, zum Beispiel, dass da die richtigen NPCs sind. Der hat sich dann, man kann ja hier Leute anheuern. Wir haben ja die eine Frau, dass wir mehr Geld bekommen. Man kann hier Leute anheuern, die einen dann heilen. Man kann hier auch Leute anheuern, die einem Stadtportal zaubern. Das ist so ein mächtiger Zauberspruch, den man erst später im Spiel normalerweise bekommt. Wer schießt denn da auf uns? Ach, der da, den habe ich gar nicht gesehen. Die da. Na, gleich zwei. Na, das ist aber peinlich. Gleich zwei Leute übersehen. Womit man sich dann portieren kann von einer Stadt zu einer Stadt. Sobald wir das Level dafür haben, werden wir das dann auch tun. Aber der hat es halt gemacht mit diesen NPCs. Die muss man natürlich dann auch bezahlen. Der ist dann auch immer zu den teuren, also zu den hohen Truhen schon geflogen. Mit Fliegen. Fliegen kann man ja auch noch. Da habe ich ja schon gesagt, mit Fliegen werde ich noch ein Problem bekommen auf diesem Rechner. Weil die Tasten hier nicht funktionieren. Also gesagt, die Tasten sind, glaube ich, gar nicht da. Das fällt mir gerade so ein, wenn ich von Fliegen rede. Die werde ich nämlich auf einem anderen Computer dann machen müssen. Einfach müssen, weil die Tastatur das nicht hergibt. Oder ich werde eine externe Tastatur anschließen müssen. Das ist auch natürlich noch eine Möglichkeit, die mir gerade einfällt. Ach, mir fällt gerade so viel ein. Ja, dann müsste ich wohl eine externe Tastatur anschließen, die dann die Tasten hat. Ich weiß auch nicht, welche Tasten es genau sind, weil mir eigentlich noch nicht aufgefallen ist, welche da fehlen könnten. Auf jeden Fall fehlen die Tasten zum Hoch- und Runterfliegen. Ja, und der hat das halt die ganze Zeit gemacht. Der ist rumgesprungen, rumgeflogen, hat sich rumteleportiert mit diesen Funktionen. Und, ja. Ich hatte die hier übrigens auch schon mal getötet, aber, ich musste ja das Spiel mehrmals neu aufnehmen. Deswegen haben wir jetzt hier in dem Spielstand, den ihr kennt, noch nichts.
die getötet. Das habe ich mich ja letztens schon gewundert. Da habe ich gesagt, hoch, habe ich die nicht schon alle getötet? Als ich da oben hochgelaufen bin. Das kommt halt davon, wenn man alles mehrmals spielt, dann, huch, nee, ich will eigentlich heilen. Dann ist man irgendwann verwirrt. So. Wir wollen halt später, oder müssen später auch fliegen, deswegen, nein! Jetzt hat sie eins voll auf die Nase bekommen. Ey! Ich glaube, wir müssen jetzt gleich nochmal weggehen. Der ist auch betäubt hier. Ach ja. Ja, das ist halt, wenn man das so normal durchspielt und nicht so mit Springen und Cheaten und... Naja, Cheaten gar nicht. Der hat ja eigentlich gar nicht gecheatet. Er ist einfach nur durchgerannt. Das ist Quatsch, was ich jetzt erzähle. Trefferpunkte 0. Wenn ich da jetzt 5 Minuten warte, hat es wieder Trefferpunkte, weil die ja diesen, ich weiß nicht, was sie nochmal anhat, aber irgendwas hat sie an, was ja heilt. Das war es, der Ring oder die Kette? Okay. Ah, hier. Die edle Kettenrüstung der Heilung. Regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. So. Ach komm. Ist sie eigentlich schon Experte da im Heilen? Ja. Trotzdem heilt die so wenig. Das ist doch Schweinerei. Erste Hilfe. Das ist, glaube ich, auch noch so einen anderen Zauberspruch, aber eigentlich ist Erste Hilfe schon der Zauberspruch, der am meisten heilt. Aber ich würde mir auch ein Beispiel an diesem Speed-Ding nehmen, weil ich habe mal geguckt, es gibt ja noch zwei andere Let's Player, die schon Might & Magic 6 komplett durchgespielt haben. Und die waren etwas weiter, als ich jetzt hier in diesem Part bin. Weil ich bin ja jetzt bei Part 30 gerade am Aufnehmen und die waren bei Part... Da kann sein, dass es jetzt schon 31 ist, aber ich glaube, ich bin 39. Die waren bei Part 28 da, wo ich jetzt gerade hin möchte. Das heißt, ich hänge ein paar Parts hinterher. Aber ich denke mal, das ist auch, weil ich hier alles so gemütlich mache. Und vor allem, mein Freund meinte, weil ich alles vorlese, wenn wir neue Sachen bekommen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal vergessen, die eine Sache vorzulesen. Aber eigentlich generell versuche ich ja, die Sachen vorzulesen und auch die Texte von den NPCs und die Quests und so weiter. Und ich glaube, das haben die vernachlässigt und haben das einfach nur kurz angezeigt und gesagt, ja, haltet das Video an und dann könnt ihr euch das angucken, was die da wollen von euch. Und sowas macht ja auch schon einen Unterschied. Da, wenn ich jetzt gerade sehe, ich habe ja jetzt schon, also das Vermächtnis habe ich schon bis Part 7 aufgenommen und ich habe, also im nächsten Part werde ich sehr viel reden, weil ich da so ein ganzes Buch vorlesen muss. Und ja, das fordert dann schon seine 10 Minuten manchmal, sowas, wenn man dann so Sachen vorlesen muss. Und das verzögert dann sowas natürlich. Aber ich finde das halt angenehmer, wenn man die Sachen davor gelesen bekommt, weil ich meine, man muss ja halt lesen und das ist so schwer, so Sachen am Bildschirm zu lesen. Ich finde das dann schöner, wenn man sie vorgelesen bekommt. Ansonsten würde ich das ja auch nicht machen. Komm, Echse, fall um. Und du auch. Ich kann auch den einen da mal einsammeln. So, ey. Können wir das mit dem runtergucken? Also runtergucken und hochgucken ist ja hier irgendwo. Muss ich wieder suchen. Letztes Mal wusste ich noch, welche Taste das war. Ende war das. Aber irgendeine andere Taste fehlt. Ich meine, hochfliegen geht sogar, aber runterfliegen fehlt irgendwie. Und ich meine, man sollte auch wieder runterfliegen, wenn man hochgeflogen ist. Weil die andere Möglichkeit wäre, Fliegen auszumachen. Und dann geht's ziemlich steil bergab und das tut sehr weh. So. Aber wir haben die hier auch gleich und ja. Ich denke mal, dass ich eh mehr Parts brauchen werde als die anderen. Wie gesagt, allein schon, weil ich die Sachen alle vorlese. Und weil ich auch sehr gemütlich spiele. So, komm, Echsenmännchen. Fall um und schieß nicht so doll auf mich. Zack, zack. Machen wir den hier erstmal um, der ist schwach. Da, der rennt schon zurück, weil der einen dicken Treffer abbekommen hat. So, jetzt sieht das doch schon viel besser aus. Nicht, dass unsere Heilerin wieder umfällt. Dabei ist sie doch schon Prinzessin Rüstung.
Aber sie hat halt trotzdem viel weniger Lebenspunkte als die anderen. Und gleich hat sie auch keine keine Zauberpunkte mehr. Komm, halt um. Tschüss. Und du auch. So, weg ist er. Ja, jetzt können wir gucken, ob wir die restlichen, das sind da noch die paar, ob wir die auch noch hinkriegen. Vielleicht auch mal ein bisschen mit laufen. Das kann man ja. Sieht doch ganz gut aus. Ach, der rennt uns da schon wieder weg. Wisst ihr, ich hasse das, wenn die uns da ins Nichts wegrennen. Schieße. Ja, das klappt doch ganz gut. Nicht, wenn wir vor dem stehen bleiben, das klappt nicht so gut. Bleib stehen. Ha, geschafft. Wunderbar. Dachte jetzt echt, dass wir uns nochmal heilen müssen, aber wir haben es auch so geschafft. Hoffentlich liegt er hier nicht schon im Nichts. Nee, er liegt noch da, wo wir drankommen. Wir müssen aber auf jeden Fall nochmal zur Stadt zurück, und um uns heilen zu lassen. Weil bevor wir in diesen Dungeon da reingehen, hätte ich gerne volle Lebenspunkte. Das hat nämlich ansonsten überhaupt keinen Sinn. Und vor allem volle Heilpunkte. Weil wir, uns bestimmt sehr oft heilen müssen. So. Jetzt können wir auch hier mal die Nahrung nehmen und speichern und konzentrieren, dass ich den richtigen zum Entschärfen nehme. Ach, wunderbar. Aber es sind nicht wirklich sinnvolle Sachen dabei hier. So. Vielleicht schon die Shortcuts von Minecraft am Anwenden. Das war ein Quatsch. Die Shortcuts kennt er hier nicht. So. Da liegen noch ein paar Leichen rum. Das ging jetzt aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, das ist halt, weil wir jetzt schon, ne, höher ausgebildet sind. Und Bogen haben wir ja eben auch, sind wir zu Experten geworden. Ich kann ja eigentlich auch nochmal gucken, was das genau nochmal heißt. Das habe ich nämlich auch schon vergessen. Das heißt, die Erholungszeit wird reduziert. Das heißt, die können schneller schießen. Also schneller nicht, sondern die brauchen halt weniger Zeit, bis sie wieder schießen können. Ja, ist ungefähr das Gleiche. So, da liegt noch einer rum, und auf der Karte sehen wir da hinten auch noch drei rum. So. Ich glaube, dass da hinten auch noch, schadet ja nichts, wenn wir hier mal hingehen, Kräuter rumliegen. Nee. So bin ich auch schon mal an die rangelaufen, hier lang. Aber nicht hier, sondern, also nicht bei dem Let's Play, sondern als ich mal alleine gespielt habe. So. Und ich muss sagen, also dieser Speedrun, der ist echt schon beeindruckend. Wenn ihr auf der Webseite guckt, die ich euch ja auch da empfohlen habe, in meiner Kanalbeschreibung steht die nämlich drin. Und ich schreibe es auch nochmal unter das Video. Da stehen auch Tipps drin, wie man zum Beispiel einen guten Anfang macht. Und da sind so 55 Punkte aufgelistet, die man dann hintereinander erledigen kann, um schon mal einen guten Start zu haben hier in Might Magic. Aber die sind mir meistens auch zu lästig, weil man da auch dann rumfliegt und da schon mal zu Burg bla 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 hin und zu Burg bla 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 hin und die Aufträge annimmt und so weiter und so fort. Und ich mache das lieber hier so eins nach dem anderen. Ja, wir müssen uns jetzt mal heilen lassen. Und ich kann auch ein paar von den Sachen schon mal verkaufen. Können ja auch mal gucken, ob wir wieder was einkaufen können. Wir haben ja wieder etwas Geld. Ist beim letzten Mal auch aufgefallen, dass ich das eine nicht gekauft habe, obwohl das eigentlich ganz gut war. Das hat mich hinterher ein bisschen geärgert, als ich die Folge hochgeladen habe und gesehen habe, dass ich das nicht gekauft habe, weil das schon eine ganz gute Verzauberung hatte. Aber ich das irgendwie einfach nicht gesehen habe. Danke. Und der ist ganz schön voll, der Kerl hier. Wollen wir mal ein bisschen was weg? Siehst du etwas, das du machst? Und ich habe wieder so Bildstörungen, aber die seht ihr zum Glück nicht. Die sehe nur ich. So. Ganz normale Stahlstiefel. Ich meine, dass wir letztens festgestellt hätten, dass noch der eine hier keine Stahlstiefel hat. Huch, falsche Taste. Siehst du etwas, das du magst? Ja, ich sehe etwas, das ich mag. Danke. Komm, bald wieder, habe ich gerade verschluckt. So, siehst du etwas, das du magst? So. Stärke und Zauberpunkte. Was haben wir denn hier? Kälteresistenz? Segen. Das können wir verzaubern, aber
Das ist 500 mehr. Kostet das hier. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Bei dem Umhang können wir mal gucken, wie wir mit Umhängen ausgestattet sind. Ja, wir haben schon bessere Umhänge. So. Shoppen gehen kann man nicht genug, ne? Ihr seht das ja. Die feinsten Rüstungen. Wenn man bessere Rüstung hat, dann... Ach ja, ist die Rüstung noch da, die wir gekauft haben. Bis dann. Dann ist das alles viel einfacher. Wie kannst du nur? Also ich nie. Ja, wie kannst du nur? Das ist 9, das ist 8. Ja, das ist sehr viel schlechter. Den müssen wir eigentlich mal anziehen, den Kram, den wir hier gekauft haben. Das ist ein besserer Helm, den wollte ich noch verzaubern. Rüstungsklasse plus 7. Was hat die denn hier für einen Handschuh? Wunderbar. Unsere Mrs. Rüstung wird noch mehr Rüstung. Aha, 85. Die haben einen ziemlich schlechten Handschuh an. Alle. So. Die kann ich auch noch verzaubern. So, speichern wir mal. Und dann fängt das an mit dem Verzaubern. Hoffentlich ist das jetzt was Sinnvolles. Feuerresistent. Nein, sinnvoll, nicht sinnvoll. So. Setzen wir das mal als Schnellzauber. Okay. So. Misslungen. Kann er den dann wenigstens reparieren? Repariert. Wunderbar. So. Misslungen. Ja, die ist halt noch nicht so hoch, dass das immer klappt. Da hat das jetzt geklappt. Feuerresistenz. Der letzte Schrott. Misslungen. Hoch. Okay, jetzt muss ich laden. Das passiert, wenn man aus Versehen einen abschießt, dann greift man einen alle an. Das war jetzt, weil ich auf A gedrückt habe, statt auf S. Zum Glück habe ich gespeichert. Und da ist noch der andere Schnellzauber drin. Oh, das war jetzt aber doof. Ah, jetzt habe ich bestimmt auch eine super Verzauberung drauf. Stärke plus 3 ist besser als nichts. Heilige Scheiße. Ja, das, so sieht das aus, wenn die ganze Stadt auf einmal auf einen sauer ist, dann wird alles rot. So, Misslungen. Funktioniert. Stärke plus 4. Die sind alle so Luschenverzauberungen. Liegt halt daran, dass die noch keine so gute Hexen. Habe ich das nicht gespeichert gehabt? Egal. Verzauberin ist, deswegen zaubert die so blöde Zauber. Also ich brauche auch noch ein paar Level, bis die besser wird. Ich versuche das jetzt nochmal. Elektroresistenz plus 7, wer braucht das denn? Das ist Müll. Schauen wir mal, was das hat. Ausdauer plus 1, das ist so schlecht. Dem geben wir jetzt einfach hier den besseren Handschuh. Und ihr, was hat sie? Noch nicht mal eine Verzauberung drauf. Ihr geben wir auch den besseren Handschuh und ihm auch. Dann merken wir uns das halt für später, dass wir die später verzaubern. So, was war das denn für ein Handschuh? Ausdauer, Stärke plus 2, ja. Stärke plus 2 macht auch nicht so viel. Und er hat hier so einen total blöden Scheißhelm. Wirklich, der ist schlecht. Der kriegt, sagt er, kriegt sie den hier und er kriegt diesen Helm. Was hat sie denn auf dem Helm? Reaktion plus 7. Macht das was? Nur ein bisschen. Ist nicht so schlimm. Dafür hat der Rüstung 10 und der Rüstung 8. Also eine höhere Rüstungsklasse. So, die Reaktion, den Helm kann ich ja wem anders geben. Vielleicht demjenigen, der auch auf die Monster draufhaut. Ach, der hat auch schon einen Reaktionhelm und der hat jetzt einen nicht verzauberten Helm. Die Knochen kann man übrigens wo abgeben. Die sehe ich da gerade die ganze Zeit. Ja. Und die kann ich verzaubern und dann verkaufen. Und das Ding auch. Und das muss auch verkauft werden. Und das hier muss noch verzaubert werden.
Na. Kann ja auch mal gucken, ob der im Moment noch was in Gutes im Angebot hat. Ach, der hat das noch. Glück und regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Was hat die denn? Was wollte der mich wieder beleidigen? Wie kannst du nur? Ja, gut. Dann kaufen wir uns die und wenn wir stärker zaubern können, dann nehmen wir das andere mit. Weil regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit, das ist schon richtig gut. Kostet auch richtig gut. Ach, da kostet es schon wesentlich weniger. Dann nehmen wir das mit. Und das hier ist beschleunigt die Erholung. Rüstungsplus 12. Der ist natürlich auch besser. Nehmen wir den mal mit für unsere Prinzessin der Verteidigung. So, was hatte die jetzt? Die hatte so einen ganz einfachen Helm. Ja. Den kann man nämlich auch verzaubern. Und den kann man auch verzaubern, bevor man das verkauft. Und das ja geben wir ihr einfach mal zum Rumtragen. Das geht dann hoffentlich wieder. So. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, welches Level hat die denn? Was hat die gerade mal 6? Und die ist noch nicht Experte. Ja, das erklärt dann natürlich auch, warum die Verzauberungen so schlecht sind. Ja. So. Wunderbar, also die hat jetzt den neuen Helm. Die hat jetzt noch nicht die neue Rüstung. Da ist die Rüstung. Die regeneriert die Zauberpunkte mit der Zeit und diese Rüstung wird dann verkauft. So. Die feinsten Rüstungen im Land. 274. Der verdient sich. Und wir verdienen nichts. Bis demnächst. Bei dem Geschäft. Aber damit müssen wir jetzt leben. So, und dann gehen wir hier noch hin. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Das Schwert kriegen wir nicht. Das war einer daneben. Da müssen wir hin. Die feinsten Waffen im Land. Verkaufen. Hau weg den Scheiß und das Schwert. Das Schild haben wir vergessen zu verkaufen, habe ich gerade gesehen. So. Die feinsten Rüstungen im Land. Deswegen verkaufen wir das jetzt noch schnell. Bis demnächst. Und die Flasche kommt dann hier hinten zu unserem. Vollbracht. Heiler und hier mixen wir ganz viele Heiltränke. Vollbracht. Das hat geklappt. Damit wir dann im Kampf nicht so alt aussehen wie eben, dass er nicht mehr mixen kann, weil er schon tot umgefallen ist und ja, das ziemlich blöd ist. Wenn er einfach so tot umfällt und wir dann nicht mehr die anderen Charaktere heilen können, weil dafür haben wir eigentlich die Heiltränke. So, die Knochen sammle ich jetzt einfach mal hier an der Seite. Ich meine, es gibt irgendwo noch was, wo man Knochen bekommen würde. So. Die ganzen Flaschen mal irgendwo sammeln. Die meisten Zaubertrank kann ich eigentlich auch verkaufen. Was ist denn das? Extreme Energie. Auch eh keiner. So. Dann natürlich die Knochen hier hoch kann stapeln. Könnte man hier zur Not nämlich auch noch ein paar Items sammeln. So. Immer schön die Ordnung bewahren. Huch. Ach nein, jetzt habe ich das hier wieder gemacht. Irgendwie eine Taste gedrückt und dann kann man die Charaktere hin und her tauschen. Ah. Ach. Wunderbar. Ja. Ja, ich habe die Minecraft-Steuerung drauf. Ja, ist die halt. Deswegen schieß ich die da immer fast ab. So, wir speichern jetzt mal nach der ganzen Verwirrung. Ist ja alles noch gut gelaufen hier. Sicherung, speichern, wunderbar. So. Ach so, ich wollte mich heilen. Ach, ich bin so verpeilt. Ja, seht wieder, ich habe die da länger nicht gespielt. Ich nehme ja immer so 2 Stunden auf. Das sind 8 Parts. Die laufen dann erstmal 2 Monate und dann nehme ich wieder auf und dann bin ich voll verpeilt. Können wir unsere Dienste anbieten? So. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja keinen Wettbewerb gewinnen. Wohl und viel Erfolg. So. Sind wir denn da? Hier ist eigentlich noch so eine Truhe. Also ich werde jetzt mal versuchen. Wir können doch schon Federfall, oder? Wir können Federfall. Dann schauen wir jetzt mal nach unten und machen Federfall.
Da ist nämlich eine Truhe. Wunderbar. So. Wasserwandeln können wir ja auch schon. Dann machen wir einmal den Wasserwandler. Wunderbar. Und speichern, bevor wir diese Truhe öffnen. Wer weiß? Ich hab's. Ach, geschafft. Wunderbar. Aha. Ja, alles ganz normaler Kram. Aber besser als nichts. Jetzt wieder zurück übers Wasser und. Wenn wir jetzt. Ich kann ja mal gucken, ob wir schon einen haben, der Stärke 30 hat. Nee, haben wir noch nicht. Noch nicht mal er. Dann könnten wir nämlich dieses Schwert da aus dem Stein ziehen. Weil hier. Habt ihr das gesehen? Hier ist nämlich so ein Schwert im Stein da vorne. Und das kann man halt erst rausziehen, wenn man ungefähr Stärke 30 hat. Oh! Da haben wir aber wen übersehen hier. Den haben wir übersehen. So, hier machen wir wieder Standard. Also ist noch der Standard magisches Auge. Und jetzt versuchen wir da mal reinzugehen. Da ist nämlich die Shelly. Wir haben nämlich noch diesen Quest, dass wir Shelly aus der Schattengilde befreien sollen. Und die ist da drin. Und der Dungeon ist ziemlich hart. Das ist so ein Ding wie, ich glaube, ich bin ja auch in den Mist Dungeon reingegangen. Der ist ja auch hart gewesen. Da haben die mich ja zu Brei geschlagen, und wenn ich jetzt nicht reingegangen bin, dann tut's mir leid, da würden die mich zu Brei schlagen, wenn ich da reingehen würde. So, gespeichert. Und dann schauen wir mal. Oh, hier ist mir nicht wohl. Ja, mir auch nicht so, weil ich nicht weiß, ob wir mit den Gegnern klarkommen. So, und die Türe muss ich öffnen. Ist natürlich noch ganz toll, wenn ich die Türe öffnen muss. Und da geht's ab. Ach, das geht doch. Jedenfalls halbwegs. Ich meine, wir haben ja auch schon ziemlich gute Waffen eigentlich. Deswegen, ja, sieht doch eigentlich ganz okay aus. Er hat jetzt hier ein bisschen was abbekommen. Und da rennt er auch schon weg. Und, ach, da fällt der andere schon um. So. Na, bleib stehen. Vielleicht gehen wir einfach wieder so. Ist schön seitlich. Wann sehen die uns? Ich höre die, aber ich sehe sie nicht. Ach, nur noch einer. Ja, das. Geht doch. Wunderbar, dann sammeln wir den hier ein. Und wir könnten Fackellicht anmachen, damit wir mehr sehen. Wunderbar. Oh, ist das hell. Oh, die können auch mehr Fackeln aufstellen, dass es einfach heller ist. So, jetzt haben wir hier den Knopf gedrückt in der Wand. Und da geht das jetzt runter und da vorne ist eine Falle, soweit ich mich da noch dran erinnern kann. Hier ist so eine Falle. Und jetzt, wenn ich runtergehe, kommen da welche. Genau, die Kerlchen da hinten. Aber die schaffen wir schon. Wunderbar, wunderbar. Also ich habe schon wesentlich schlimmere Durchgänge gehabt, wo ich hier ziemlich auf die Nase bekommen habe. Ja, komm, wenn du da rausläufst, dann erledige ich dich auch. Hast deine Chance jetzt nicht rauszukommen, aber jetzt hast du deine Chance verspielt. Jetzt haben wir hier wieder so einen blöden Gang. Ich versuche wieder den Trick, den ich eben angewendet habe, schleiche um die Ecke. Aber es geht nicht, sie sehen mich nicht. Da muss ich schon so dahin. Laufen mal ein Stück zurück. Damit wir die einzeln bekommen. Da ist ja auch schon der erste. Was bist du denn eigentlich? Gauner. Wunderbar. Ja, komm, der zweite.